Ein Shalom, meine edlen Brüder und Schwestern in Jesus Christus, Yeshua, Immanuel. Also wenn ich so viele Namen hätte, hätte ich mich auch in Jesus Christus umbenannt, ganz ehrlich. Das heutige Thema lautet Widersprüche im Atheismus Teil 1. Klingt spannend. Seit so 2-3 Tagen habe ich solche komischen Inspirationen bzw. Ideen von Gott. Dann würde ich entweder den Apotheker oder den Dealer wechseln, das ist ja schlimm. Und ich versuche sie in eine Art Karikaturen umzusetzen. Und ja, ich habe sie auch an meinen ungläubigen Familienmitglieder versendet. Sie waren natürlich verwirrt, denn mit so einer Sichtweise wurden sie noch nie konfrontiert. Ach, weißt du, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, die haben einfach deine Karikaturen oder dein Material gesehen und dann haben sie sich so häufig mit dem Kopf an die Tür gehauen, dass sie bleibende Schäden davon getragen haben. Wobei, dann sind sie wiederum deinem intellektuellen Niveau nahe gekommen und können dich jetzt besser verstehen. Das hat auch seine Vorzüge. Und ja, ich habe um die 4-5 solche Karikaturen produziert. Und ich hoffe, es werden mehrere. Und ja, wie Gott es will, wenn Gott will, werde ich noch mehrere davon produzieren. Wieso? Brauchst du extra noch seine Zustimmung dafür? Du bist doch sowieso der Meinung, dass Gott daran Gefallen findet, wenn du sowas tust. Warum brauchst du dann für jeden Scheiß Gottes Erklärung, Gottes Okay, okay. Du bist ein christlicher Fundamentalist, also ja, erübrigt sich die Frage. Und ja, und ich möchte euch die erste Karikatur vorstellen. So, jetzt könnt ihr sie sehen. Und da steht Folgendes. Die Kopie kann nicht aus Zufall entstehen, das Original schon. Das wollen uns die Evolutionisten einreden. Falsch, falsch, falsch. Sätzen 6, mein Junge. Erstens, das Wort Evolutionisten ist eine Erfindung von euch, weil es gibt Evolutionsbiologen, es gibt Paläontologen und so weiter und so fort. Evolutionisten gibt es in dem Sinne nicht. Den Begriff verwendet ihr bloß um Evolutionsbiologie, mit anderen Worten einen Teilbereich der Biologie, als einen Glauben darzustellen, während ihr euren Glauben gleichzeitig als Wahrheit oder als Wissenschaft darstellen wollt. Das ist eine sehr unehrliche Herangehensweise. Zweitens, es behauptet keine Sau, dass Evolution nur auf Zufall beruht, aber dazu komme ich noch. Und drittens, du willst laut Aussage deines Videos Widersprüche im Atheismus aufdecken und jetzt laberst du hier über Evolution, also über Biologie. Das eine hat mit dem anderen einen völligen Scheißdreck zu tun. Evolution hat mit Atheismus so viel zu tun wie die Schwerkraftlehre Newtons oder Einsteins mit Atheismus zu tun hat. Es ist einfach eine Naturwissenschaft, mehr nicht. Und Wissenschaftler können, unabhängig davon, ob sie an Gott glauben oder nicht, die Evolutionsbiologie betreiben. Das ist kein Problem, zumindest für diejenigen, deren Gehirn noch keine Schäden davon getragen hat. Dass die billige, primitive Kopie nicht aus Zufall entstehen kann, aber das Original, was Trilliarden mal komplizierter ist als die Kopie, das soll dann aus Zufall entstanden sein? Nein, 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 ist es nicht. Erstens, diese Komplexität, die du hier erwähnst, die ist nicht vom Himmel gefallen. Ich meine, ich weiß, dass nach deinem Backe-Backe-Kuchen-Mythos aus dem Alten Testament das der Fall war. Bloß münze das eben nicht 1:1 auf die Evolutionsbiologie um. In der Natur hat sich diese Komplexität, die wir heute im Moment haben, ganz allmählich entwickelt. Ganz allmählich ist alles so geworden, wie es jetzt heute ist, aber wie es in Zukunft auch nicht bleiben wird. Evolution wird weitergehen und alle heute existierenden Arten werden einmal ausgestorben sein und durch andere Arten ersetzt werden. Und zweitens, das Leben hat völlig primitiv, völlig schlicht angefangen, als Mikroorganismen oder als Vorform des Lebens Viren, die noch nicht mal zu den Lebewesen gezählt werden, weil sie weder einen eigenen Stoffwechsel haben, noch sich selber ohne Hilfe einer Wirtszelle vermehren können. Die sind einfach bloß ein DNA-Strang, umhüllt von einem Haufen Schleim.
Und ach ja, jetzt zum Thema Zufall. Evolution hat insofern nur was mit Zufall zu tun, dass erstens die Gene, mit denen du bestückt bist, das hast du nicht selber in der Hand. Das ergibt sich ganz einfach ohne dein eigenes Zutun. Das ist Zufall, mit welchen Genen welches Lebewesen, welches Individuum ausgestattet wird. Außerdem sind es Vererbungsfehler, die dazu führen, dass wir alle Individuen sind. Die meisten Vererbungsfehler sind völlig harmlos und bewirken eben nur, dass wir am Ende alle unterschiedlich sind. Zweitens, in der Natur gibt es immer wieder Umweltveränderungen und diese haben nur zum Teil mit den Lebewesen, die darin leben, was zu tun. Auch das ist ein Zufall. Dass aber am Ende alle Lebewesen an ihren Lebensraum angepasst sind, ist kein Zufall, das ist einfach nur natürliche Selektion. Mit anderen Worten, diejenigen, die mit den Lebensbedingungen ihrer Umwelt klarkommen, die überleben und kriegen viele Nachkommen, und diejenigen, die schlecht damit zurechtkommen, bis gar nicht, kriegen entweder gar keinen Nachwuchs mehr, weil sie verrecken vorher, oder sie kriegen viel weniger Nachwuchs, weil einfach die Natur ihnen so zu schaffen macht. Wenn du diejenigen sehen willst, die ausrangierten Modelle der Natur, die es nicht geschafft haben, dann geh einfach ins Naturkundemuseum. Also die ungläubigen Wissenschaftler und Ingenieure. Ungläubige Wissenschaftler und Ingenieure, hast du den Arsch offen? Ich denke mal, dass sehr viele von denen an irgendeinen Gott glauben, wahrscheinlich sogar die meisten, bloß halt nicht an den Gott, an den du glaubst. Oder sie stellen sich Gott nicht so bekloppt vor wie du, weil sie einfach intelligenter sind als du. Lassen sich aus der Natur inspirieren. Sie kopieren fast alles aus der Natur. Natürlich, wir sind umgeben von Natur. Die ganze Welt ist Natur, also können wir nur Sachen aus der Natur übernehmen. Und dann erzählen sie dir, dass das Original aus Zufall entstanden sei. Egal wie oft du es wiederholst, es wird nicht richtiger dadurch. Denn in der Evolutionsbiologie behauptet das einfach kein Mensch. Noch nicht einmal Charles Darwin, denn der hat schon damals die Prinzipien von natürlicher und sexueller Selektion, also von natürlicher und sexueller Auswahl, erkannt. Und inzwischen können wir das auch beobachten, wenn auch nur in der Natur ziemlich schleichend. Aber bei Mikroorganismen, wo die Generationen nun mal viel kürzer sind, geht das viel besser. Ich meine, warum haben wir Scheiß wie multiresistente Keime? Tut mir leid, sein Schwachsinn kann ich nicht glauben. Keine Sorge, das musst du auch nicht, denn den Schwachsinn hast du dir gerade selber ausgedacht. Niemand, der noch bei Verstand ist, kann so ein Schwachsinn glauben. Red nicht von Verstand, red nicht von Sachen, von denen du nichts verstehst. Wenn du wahrhaftig interessiert bist an der Wahrheit, wirst du mir recht geben. Und ich hoffe, dass diese Karikaturen dir die Augen öffnen. Ja, damit ich die Lachtränen durch die Kanäle wieder rausbekomme. Ja, dazu war es ganz praktisch, dass du meine Augen geöffnet hast. Das ist so toll. Wenn ihr die Evolution kritisieren würdet, wäre es schön. Erstens, wenn ihr euch mit den tatsächlichen Aussagen der Evolutionsbiologie beschäftigen würdet, nämlich dass das Leben ganz allmählich so geworden ist, wie es heute ist, dass die Anpassung der Arten nicht auf Zufall beruht, sondern einfach bloß auf der logischen Notwendigkeit, dass nur diejenigen, die überlebensfähig sind, auch weiter bestehen werden und alle anderen verschwinden. Und drittens, wenn ihr Atheismus nicht immer mit Biologie vermischen würdet. Die Evolutionsbiologie wird deshalb von fast allen heute anerkannt, also von Leuten mit Verstand, also eben von dir nicht, weil sie einfach belegbar ist. Du kannst an deinen Genen feststellen, mit wem du verwandt bist. Und wir Menschen haben nun mal festgestellt, dass wir zu den Menschenaffen gehören. Unsere nächsten Verwandten sind Schimpansen, gefolgt von Gorillas und Orang-Utans. Daran ist leider nichts zu rütteln. Tut mir leid für dich. Und dich zum Nachdenken bringen. Und ich möchte mich jetzt verabschieden und ich sage ein Shalom und Gottes Friede. Heute der Typ
hat schon angekündigt, noch ein weiteres Video zu machen. Das heißt, er hat schon einen zweiten Teil gemacht, aber ich meine, er hat angekündigt, noch einen dritten Teil zu machen, weil ich ihm einen Kommentar unter seinem Video geschrieben habe und den will ich euch nicht vorenthalten, den zeige ich euch zum Abschluss noch. Ich habe ihm geschrieben, Evolution hat nichts mit Atheismus zu tun, sondern ist wichtiger Teil der Biologie und für alle Biologen, ob sie nun an Gott glauben oder nicht. Und die Evolution, in der Evolution geht es um mehr als nur um Zufall. Zufall ist nur dort ein kleinerer Faktor von mehreren. Die natürliche und sexuelle Selektion sind die bestimmenden Faktoren und sind es, die die Anpassung und Veränderung der Arten bewirken. Das geht in der Natur von allein und die heutigen Arten sind nicht plötzlich da gewesen, sondern das Ergebnis eines langen Prozesses und so weiter und so fort. Ihr könnt euch den Kommentar in voller Länge ja selber geben. Ich habe euch ja den Link zum Originalvideo in die Beschreibung verlinkt. Woraufhin er amüsanterweise zurückgeschrieben hat, sehr primitiv und einfach, die nächste Karikatur, Teil 3 meiner Aussage, wird deine Aussage zerschmettern und aufzeigen, dass die Evolution ein Schwindel ist. Ja, ich denke, wir können sehr darauf gespannt sein, wie er sich wieder mal vollkommen zum Affen machen wird und blamieren wird. Denn wenn jemand versuchen will, Evolution zu widerlegen, der noch nicht einmal ihre Grundaussagen begriffen hat oder sie nicht begreifen will, sondern ihr einfach Unterstellungen macht, die nicht wahr sind bezüglich ihrer Inhalte und Aussagen, dann kann das sehr amüsant werden. Also, ich halte euch da auf dem Laufenden. Dann war's das jetzt auch schon wieder. Ich sage tschö mit ö, ciao mit au und wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch aufhängen. Servus. Dann würde ich sagen, ich bin soweit bereit. Ja. Dann gucken wir das Video. Ein Shalom, meine edlen Brüder und Shalom. Schwestern in Jesus Christus, Yeshua, Immanuel. Und ich möchte auch hier Servus. Atheisten begrüßen, die sich jetzt dieses Video anschauen. Ich möchte euch den zweiten Teil präsentieren, Widersprüche im Atheismus. Ich möchte nicht lange um den heißen Brei reden und euch die nächste Karikatur vorstellen. Du weißt noch nicht mal, was Karikatur Ja, das bedeutet ist in auch das, lustig, das ist mir auch aufgefallen. Die Bilder, die er immer einblendet, das sind Fotos, keine Karikaturen. Das raff ich auch irgendwie bloß, dass nicht. er irgendeinen Spruch unter das Foto gepostet hat, was noch nicht einmal was mit, er sagt dann immer, das sagen die Evolutionisten und das hat dann nichts mit Evolution zu tun. Das sind ja diese Leute, die versuchen, intelligent zu wirken, indem die irgendwelche komplizierten Begriffe für sie erfinden und benutzen. Aber in Wirklichkeit Nee. wissen die gar nicht, was das bedeutet. Ja, nee, ich meine, das beste Beispiel war bei Teil 3, über den gemacht habe, Der wo er über Evolution, ja. Pyramiden Ich gelabert weiß. hat und dann was mit Evolution kommt. Okay, red Ja, weiter. und die könnt ihr jetzt sehen. Und ich lese vor. Das ist die beste Karikatur, die ich gesehen habe. Also rechts haben wir 9-11 und links haben wir irgendwelche Leute in der Disco, wahrscheinlich im World Trade Center, die gleich Bekanntschaft mit dem Flughafen machen werden. Atheisten in Sicherheit. Es gibt keinen Gott. Atheisten in Todesgefahr. Gott, bitte rette mich. Was will diese Karikatur? Das ist aber heutzutage auch einfach eine Redewendung, also Gott. Ach Gott. Ach Gott, ist das wieder eine Scheiße. Oh Gott, die Wurst kommt nicht raus. Oder sowas, ne? Das sind auch so Begriffe. Also Mein Gott, Mann. für meisten ist Gott halt einfach nur noch eine Beleidigung. Ja, Okay, scheißegal. also ihr würdet nie so heucheln, dass ihr in einer schwierigen Situation eine höhere Macht anfleht, oder? Ich Ich würde kann das es nicht aus. wahrscheinlich nicht, ne. Ich kann es Okay. nicht ausschließen, Ich würde da aber gar nicht dran denken an sowas. Ich würde daran denken, da vielleicht rauszukommen, aber jetzt. Also, wenn mir aber jemand eine ich. Knarre gegen den Kopf hält, denke ich mir, ah nee, Gott, hilf mir, bitte rette mich. Da würde ich ja nachdenken, wie komme ich hier weg? Also, wie gesagt, ich kann es nicht ausschließen, ich kann mir das vorstellen, aber so ein Stoßgebet, das ist, finde ich, einfach ein völlig selbstverständlicher Reflex. Das hat nichts damit zu tun, dass man daran dann wirklich glaubt, Vor weil allem. es ist einfach eine Situation, in der man nicht klar denken kann. Vor allem die Leute, die das dann machen, die wurden meist jahrelang mit dieser Scheiße indoktriniert und konfrontiert. Wenn jemand da hinkommt, der noch nie was von Gott gehört hat, der wird wohl kaum irgendwie rufen, Gott, bitte rette mich. Der wird wohl eher rufen, bitte Mami, rette mich oder so. Karikatur damit sagen,
Atheisten verleugnen Gott und ignorieren ihn, das ganze Video solange sie sich in Sicherheit... Nein, wir verleugnen Gott nicht. Warum nicht? Weil Verleugnung aus, dass man etwas wider besseren Wissens behauptet. Und das ist schon wieder sehr perfide von euch, dass ihr immer von Gottes Leugnern spricht, weil ihr tut so, als ob jeder eigentlich wüsste, dass ihr Recht habt und jeder, der was anderes sagt, der ist dann kein Unwissender oder keiner, dem man was erklären muss. Nein, der macht das aus eurer Sicht absichtlich, dass er bestreitet, dass ihr Recht habt. Außerdem weiß doch jeder, dass ich Gott bin. Also bitte. Also ihr Draghi-Leugner. Wegen, aber geraten sie in eine Todesgefahr, schreien sie nach Gottes Errettung. Stimmt es nicht, lieber Atheist? Du musst aber ehrlich mit dir sein. Stell dir vor, du bist in so einem brennenden Flugzeug. Ja. Hättest du da noch gesagt, dass es keinen Gott gibt? Ja. Als Außenstehender, ja. Und zwar deswegen, wenn ein Flugzeugabsturz ist und die Leute überleben wundersamerweise, zum Beispiel damals bei dieser Notlandung im Hudson River, dann kommt ihr und behauptet, das sei ein göttliches Wunder gewesen, Gott hat die Gebete erhört. Aber wenn es aber auch einfach nur verdammt gute Piloten waren, ne? Ja, aber wenn es mal nicht funktioniert, wenn eine Riesenkatastrophe ist, dann kommt ihr und sagt, da kann doch Gott nichts dafür, das war eine menschliche Katastrophe. Ja, was denn nun? Ja, also das ist halt wirklich auch irgendwo heuchlerisch wie sonst was. Ich finde auch einfach, dass man dann nicht, keine Ahnung, nicht die Piloten lobt, dass sie sowas auf die Reihe bekommen haben, so einen Flugabsturz verhindert haben, beziehungsweise dafür gesorgt haben, dass er nicht so ausartet wie sonst was, sondern ja, dass man Pilot dann sondern dass man dann Fluss Not landen halt. Ja. Und das ist natürlich, das sollte man den Piloten ganz klar loben, aber doch kein fiktives Wesen, das irgendwo im Himmel schwebt. Also bitte. Du musst aber ehrlich mit dir sein, lieber Atheist. Bin ich ja. Ich bin zu der folgenden Erkenntnis gekommen, dass es keine Atheisten gibt. Ich hatte schon mal so ein ähnliches Video gemacht. Von dem Typen, der behauptet, es gibt keine Atheisten. Atheisten sind Zweifler, die mit der... Ehrlich gesagt, bin ich mir da sicherer als nur zu 50%. Also, 50-50 ist eine ziemlich beschissene Sache. Also würde man dir dein ganzes... Würde man dir jetzt sein ganzes Leben lang einreden, es gibt der Haufen Kacke da von deiner Großmutter ist Gott. Dann würdest du in so einer Situation wahrscheinlich dann sagen, oh großer Kackhaufen meiner Großmutter, rette mich. Na, ja. Du kommst auf appetitliche Vergleiche ja, heute wieder. Ja, aber das raffen die Leute wesens. Also würde man dir sagen, Hitler sei Gott, würde das genau das gleiche dabei rauskommen. Ist so. Also, wenn man keinen krassen... Was wären wir ohne Hitler-Vergleiche? Ja, es ist immer noch die beste Methode, um etwas zu vergleichen, finde ich. Weil, das ist halt zwar extrem, aber das ist gut, das bleibt im Kopf sitzen, ne? Atheist, der 100% sich sicher ist, dass es keinen Gott gibt. Kein Atheist hat diese Kein Atheist der Welt sagt, es gibt zu 100% keinen Gott und es wird niemals einen Gott geben oder sowas. Also bitte. Das ist doch Schwachsinn. Gewissheit. Und ich frage dich, lieber Atheist, stell dir vor, es gibt einen Gott. Jo. Und du hast dich geirrt. Oh nein! Nein, nicht paskalische Wette. Fick dich. Ich möchte dich noch zu Jesus Christus einladen. Dass Fick dich, nein. Oh. Schön. Für dich verschickst du die Einladung per Post oder per E-Mail? Ich bin Gott. Orbi@orbi.de oder so. Naja, ist auch egal. Ich hab hier einen Zettel, da steht das drauf. Ich bin Gott. Oh Mann. Also was die Pascalsche Wette betrifft, da gibt's einige Optionen, die da leider außer Acht gelassen werden. Zum Beispiel, es gibt einen Gott, aber du glaubst zufällig an den falschen Gott. Oder es gibt einen Gott, aber dem ist das scheißegal, was du da hier auf Erden treibst, weil er ist der große Schöpfer des Universums vor Milliarden gewesen. Der hat hier Millionen Jahre Dinosaurier rumlaufen lassen und was du hier treibst, juckt den einen Scheißdreck. Oder es gibt einen Gott, der ist ein riesen Arschloch und die Hölle ist eigentlich viel geiler. Dass du Jesus Christus in dein Leben annimmst,
bevor es zu spät ist, denn falls du in dieser Nacht stirbst ohne Weil, Jesus. Guck mal, wenn jetzt solche Leute wie der da, Thomas, Gott weiß es und sowas in den Himmel kommen, dann will ich da nicht mehr hin. Ja, die cooleren Leute chillen auf jeden Fall in der Hölle. Ja, also rein von der Qualität der Leute, die da sind. Oder wie es der Komiker Serdar Somuncu gesagt hat zum Thema Pierre Vogel, hat er gesagt, dass so, ich weiß nicht, warum die Typen immer so viel Angst vor der Hölle haben. Ich nehme die Hölle in Kauf, das sind sowieso die geileren Weiber. Ja, das stimmt auch. Das stimmt, ja. Christus angenommen zu haben, bist du für immer verloren, hast keine Rettung mehr. Und ich möchte jetzt mich verabschieden und ich sage ein Shalom und Gott ist Friede. Shalom, my friend. Oh. Gott ist nicht Frieden, also bitte. 9/11 war Frieden. Oh, yeah. Oh Mann. Ah. Also, bevor es weitergeht, ich dachte mir, vielleicht sollten wir uns... Seid gegrüßt, Leute, da bin ich noch einmal zurück. Ja, der Grund, warum es heute gleich zwei Videos am selben Tag gibt, ist folgender. Ich hatte unter dem Video, zu dem ich eine Videoantwort heute erstellt hatte, auch eine kleine Unterhaltung mit Bruder Silvio. Und in dieser... Wie ihr lesen könnt, sagt er mir, dass er jetzt demnächst den dritten Teil seines Versuches, seines ebenso ehrgeizigen wie lächerlichen Versuches, Atheismus zu widerlegen bzw. Widersprüche aufzudecken, dass er da den dritten Teil hochladen würde. Das hat er getan und deswegen schauen wir uns das Video gleich nochmal zusammen an. Ich will nur sagen, ich habe ihm gesagt, da er nicht einmal Atheismus von Evolutionsbiologie unterscheiden kann und auch noch dann die Evolutionsbiologie kritisieren will, indem er ihr Strohmann-Argumente attestiert, kann das noch heiter werden. Er wird sich nur lächerlich machen und er hat uns den Gefallen getan und hat sich lächerlich gemacht. Deswegen schauen wir uns das jetzt alles zusammen genüsslich an. Los geht's! Ein Shalom, meine edlen Brüder und Schwestern in Jesus Christus, Yeshua, Immanuel. Ich möchte auch die Atheisten begrüßen, die sich dieses Video jetzt anschauen. Ich grüße dich auch. Was gibt's? Das ist Teil 3, Widersprüche im Atheismus. Gestern wusste ich nicht, welche Karikatur ich für Teil 3 aussuchen sollte. Doch ein Atheist hat mir diese Entscheidung abgenommen mit der Aussage, dass das Leben sehr primitiv und einfach begonnen haben soll. Da wusste ich, was für eine Karikatur ich für heute aussuchen sollte. Ja, das habe ich dir deshalb gesagt, weil es nun mal belegbar so ist. Das Leben auf Erden bestand in den ersten 3 Milliarden Jahren lediglich aus Mikroorganismen. Auch die haben sich weiterentwickelt, sind nicht die ganze Zeit gleich geblieben. Zuerst gab es nur Prokaryonten, also Einzeller ohne Zellkern. Später gab es dann Eukaryonten, welche mit Zellkerne. Es gab dann die ersten tierischen Zellen. Aber Leben, so wie du es kennst, das gibt es erst seit etwa 1,5 Milliarden Jahre, seit der kambrischen Explosion. Und die Arten, die du kennst, in der Komplexität, wie du sie kennst, oh, die sind vergleichsweise jung. Und die könnt ihr jetzt sehen. Und ich lese vor. Die Menschen in der Antike waren dumm und primitiv. Wie sie die Pyramiden gebaut haben, wissen wir nicht. Was will diese Karikatur aussagen? Ganz einfach, du hast schon wieder es geschafft, zwei Themen, die nichts miteinander zu tun haben, miteinander zu vermischen. Das Schöne ist, er hat dieses Zitat, die Menschen der Antike waren dumm und primitiv, was ich so gar nicht sagen würde. Sie waren, was ihre Hilfsmittel betrifft, natürlich primitiver als wir heute. Und sie wussten entsprechend einiges nicht. Aber sie wussten das, was sie wissen mussten, um ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Er hat dieses Zitat versehen mit dem Hinweis, die Evolutionisten. Das Thema hat mit Evolution nichts zu tun. Also setzen 6 Themaverfehlung. Beziehungsweise auf Themaverfehlung gibt es ja noch Note 5. Mal sehen, ob du dich auf mangelhaft halten kannst. Die Evolutionisten wollen uns einreden, dass die Menschen früher dumm und primitiv waren und angeblich in Höhlen gelebt haben sollen. Doch die Pyramiden beweisen genau das Gegenteil.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Stell dir vor, es gab auch schon Menschen, bevor es antike Hochkultur gab. Es gab eine Zeit vor der Antike. Und das ist jedem Dummkopf klar. Okay, nicht jedem, wie man sieht. Aber stell dir vor, es gab Zeiten, in denen die Menschen tatsächlich noch in Höhlen lebten. Das war nur einige tausend Jahre vor den alten Ägyptern. Es gab Zeiten, in denen Menschen nur in der Wildnis lebten, so wie es manche Menschen heute noch tun. Ja, und darauf weisen viele Fossilien hin, darauf weisen die Höhlenzeichnungen hin und so weiter und so fort. Also, nein, das ist ein netter, aber absolut blamabler Versuch gewesen, irgendwas zu widerlegen. Abgesehen davon, dass du den vorhin schon angesprochenen Fehler machst, dass du hier Evolution mit Menschheitsgeschichte verwechselst. Die Pyramiden haben mit Evolution einen Scheiß zu tun. Menschen früher viel intelligenter und präziser waren als wir heute. Sogar das größte Bauunternehmen der Welt kann dir heute nicht so eine Pyramide bauen. Also wie waren sie früher alle dumm und primitiv, liebe Atheisten? Bullshit, Bullshit, Bullshit. Okay, du hast es geschafft, von mangelhaft auf ungenügend abzurutschen. Natürlich könnte man heute solche Pyramiden bauen mit der heutigen Technologie. Man kann heute Großstädte, Städte aus dem Boden stampfen mit lauter Wolkenkratzer, die mehrere hundert Meter in den Himmel ragen. Eine Pyramide wie die Cheops-Pyramide zu bauen, in einem Bruchteil der Zeit, den die Menschen damals benötigten, in einem Bruchteil der Zeit, die Menschen damals benötigten, ginge allemal. Man hat einfach bloß kein Interesse an solchen Bauten. Und auf so anwendigen Gra und an so aufwendigen Grabanlagen, weil wir heute in der Regel keine Gottkönige mehr haben. Uns wird auch der Schwachsinn erzählt, dass die Pyramiden als Grabmal für den Pharao errichtet worden sind. Doch es wurden noch nie Mumien in einer Pyramide gefunden. Doch, guck mal da, die Cheops-Pyramide zum Beispiel. Schau mal die Grabkammern da drin an. Meinst du, die waren da zum Spaß drin? Fast alle Pharaone sind im Tal der Könige begraben, der Rest ist woanders. Was? Echt? Es gab Pharaonen, die nicht in Pyramiden begraben sind? Oh, das wirft jetzt mein ganzes komplettes Weltbild durcheinander. Oh, Mann. Schau doch mal nach. Du kannst dir das alles angucken, entweder im Internet, dafür leben wir im Internetzeitalter. Ach ja, das sind wahrscheinlich die Illuminaten, die das geschrieben haben bei Wikipedia und so. Aber du könntest die Fachmänner, ach nee, die werden von den Freimaurern bestochen. Geht ja auch nicht, dass man die einfach mal fragt. In den Pyramiden sind Grabkammern. Diese sind gut versteckt, sind gut versiegelt worden, damit der Gottkönig, weil die Könige waren gleichzeitig ja Gottheiten, ihre Ruhe haben. Die Körper wurden präpariert, damit sie nach dem Tod noch was von ihrem Körper haben. Man hat ihnen vorher alle Organe entnommen, darunter auch das Gehirn. Ich fürchte folgendes ist auch mit dir passiert. Ja, ich würde sagen, doch, das waren Grabkammern. Auch. Und die Tatsache, dass es Pharaonen gab, die dann auch woanders begraben wurden, ändert daran nichts. Ich meine, die Tatsache, dass es auch Leute gibt, die nicht auf Friedhöfen beerdigt sind, ändert auch nichts daran, dass Friedhöfe der Begrabung von Toten dienen. Uns wird nur Märchen und Lügen erzählt von diesen Evolutionisten. Wie gesagt, das hat nichts mit Evolution zu tun. Das ist Menschheitsgeschichte bzw. Kulturgeschichte. Evolution ist die Lehre davon, die biologische Lehre davon, wie sich die Arten im Laufe von Jahrmillionen verändert haben und durch welche Mechanismen. Siehe natürliche und sexuelle Selektion. Diese Pyramiden waren in Wahrheit riesige Kraftwerke, wo Strom produziert wird.
Eine Hackfresse beim schnackselnden Axolotl wären auf die Idee gekommen. Klagemauer TV oder was? Boah, nein. Boah. Brrr. Das ist die Wahrheit, liebe Atheisten. Also nichts mit alle waren früher dumm und primitiv. Wie gesagt, die Menschen der damaligen Zeit wussten das, was sie wissen mussten, um zu überleben. Und das, was sie nicht wussten, wurde dann durch Magie oder sonst irgendwas erklärt. Aus dem Zeitalter sind wir glücklicherweise heraus. Das hatte nämlich einen Haufen Nebenwirkungen. Naja, zumindest in weiten Teilen der Welt sind wir aus diesem Zeitalter heraus. Ich meine, bei dir sieht die Sache wieder anders aus. Und ja, die Menschen waren in mancher Hinsicht primitiver damals als heute. Ich meine, damals war es vollkommen normal, dass der Großteil der Bevölkerung Analphabeten waren. Damals war es der Normalfall, dass der große Teil der Bevölkerung nie eine Schule von innen gesehen hat. Damals war es völlig normal, dass man sich Sklaven gehalten hat und bestialische Strafen verhängt hat, die zum Teil auch in der Bibel noch festgelegt sind oder in der Scharia, und die will auch kein Mensch mit Verstand mehr zurück. Gut, die Salafisten wollen das, aber die sind ja hier nicht mit eingeschlossen, wenn es um Menschen mit Verstand geht. Also würde ich sagen, ja, in vielen Punkten sind die Menschen heute weniger primitiv als damals. Aber das heißt nicht, dass die Menschen damals dumm waren. Sie hatten einfach bloß begrenztere Möglichkeiten als wir. Und wahrscheinlich werden die Menschen in 100 oder in 200 Jahren über uns den Kopf schütteln und denken, wie doof und wie primitiv wir heute doch gewesen sind. Also kein Grund, arrogant zu sein. Es ist einfach bloß eine Tatsache, dass viele Sachen damals noch nicht existierten, die heute existierten. Deswegen sind sie primitiver gewesen. Und was die Höhlen betrifft, ja, Menschen lebten in der Steinzeit nun mal in Höhlen. Und die war Jahrtausende vor der Zeit der alten Ägypter. Diese Hochkulturen sind nicht vom Himmel gefallen. Boah! Der Pharao hatte auch nicht die Gewissheit, dass die Pyramiden vor seinem Tod fertiggestellt werden. Ich meine, wer investiert so viel Aufwand, so viel Geld, und hatte ich da mal die Gewissheit, dass es vor seinem Tod fertiggestellt wird? Schon damals gab es eine durchschnittliche Lebenserwartung, und die von Pharaonen oder anderen gutgestellten Leuten dürfte höher gewesen sein als die der gemeinen Bevölkerung. Also hätte man damals sagen können, ja, in dem und dem Zeitraum hätte das Projekt ruhig fertig werden können. Die Leute damals konnten planen, wann etwas fertig werden soll. Insofern waren sie tatsächlich fortschrittlicher als wir. Ich meine, in Berlin kriegen sie das mit dem Flughafen nicht so einfach hin. Wenn etwas entdeckt wird, was mit der Evolutionstheorie nicht zusammenpasst, was glaubt ihr passiert da? Natürlich, da kommt das Militär und die Regierung und sie beseitigen diese ganzen Sachen. What the fuck, hast du den Arsch offen? Das wird ja immer noch schöner. Du meine Güte, abgesehen davon, wenn das richtig wäre, was du da behauptest, frag dich doch mal, dann dürftest du davon eigentlich gar nichts wissen. Du behauptest hier was von Geheimwissen, aber die Tatsache, dass du angeblich davon weißt, widerlegt dieses Geheimwissen schon wieder. Wenn das Militär oder irgendwelche Geheimdienste irgendwas vertuschen werden, dann hast du keine Chance, dann hast du null Chance, das irgendwie herauszukriegen. Und zweitens, wie ich schon gesagt habe, Evolutionsbiologie hat mit der Archäologie, die sich damit befasst, menschliche Kulturgeschichte ans Tageslicht zu befördern, einen Scheiß zu tun. Deswegen ergibt es keinen Sinn, dass irgendwer, der für Evolution ist, irgendwelche Sachen vernichten will, irgendwelche Kulturgüter und archäologische Funde früherer menschlicher Hochkulturen vernichten will. Das ergibt keinen Sinn, weil das nichts miteinander zu tun hat. Und das erkläre ich dir jetzt schon zum dritten, vierten oder fünften Mal. Ich habe den Überblick verloren. Oder zerstören an Ort und Stelle. Es darf nicht herauskommen, dass die Evolutionstheorie ein Riesenschwindel ist. Was hat das damit zu tun? Okay.
Ich sag's nicht nochmal, ich hab's oft genug schon gesagt. Und ja, ich will nicht wissen, wie viele Sachen in solchen Pyramiden oder Tempeln entdeckt wurden, die mit der Evolutionstheorie, dass früher alle dumm und primitiv waren, nicht zusammenpasst, aber sie werden vernichtet oder beseitigt vom Militär, wenn sie gefunden werden. Abgesehen von dieser beachtlichen Verschwörungstheorie hast du hier wieder mal einen riesen fetten Strohmann in diesem Video aufgebaut. Es wird nicht behauptet in der Evolutionstheorie, die Menschen früherer Kulturen waren so dumm und primitiv. An dem Satz ist insofern zwar was Wahres dran, dass sie gewisse Hilfsmittel, die wir heute nicht haben und die für uns heute selbstverständlich sind, nicht hatten. Aber das Thema hat einfach gar nichts mit Evolution zu tun. Boah, du schaffst es noch nicht einmal. Also in dem Video, das ich zuvor über dich gemacht habe, hast du es nicht fertiggebracht, Atheismus von Evolutionsbiologie und von Biologie zu unterscheiden. Und in diesem Video schaffst du es nicht, Evolutionsbiologie und Biologie von der Menschheitsgeschichte zu unterscheiden. Toll. Ich sagte doch, Leute, er macht sich noch lächerlicher, als er schon vorher war. Danke, dass du das getan hast, worum ich dich zwar nicht gebeten habe, aber was ich dir prognostiziert habe. Um ja nicht die Wahrheit, um ja nicht, dass die Wahrheit herauskommt, unten im Kommentarfeld habe ich euch einen Link zu einer Doku hinterlassen. Ich finde, dass das eines der besten Dokus ist, die ich je gesehen habe. Ja, ich habe diese Doku auch angeschaut. Ein Haufen Verschwörungstheorien, die von Klagemauer TV kommen könnten, gepaart mit ein paar Halbwahrheiten und Wahrheiten, die mich aber nicht im geringsten umgehauen haben. Ich meine, die Wahrheiten, die in der Doku drin waren, waren einfach, dass die Leute damals, als sie die Pyramiden gebaut haben, gewisse astronomische und geografische Kenntnisse hatten und dass sie ein handwerkliches Geschick besaßen. Alles Sachen, die mich nicht wirklich umhauen. Ja, natürlich hatten diese Leute das. Und natürlich waren die Pyramiden nach Osten ausgerichtet. Die Menschen wussten damals auch, dass die Sonne im Osten aufgeht. Brrr. Die beweisen eindeutig, dass uns die Evolutionisten nur Märchen und Lügen auftischen. Ich möchte mich jetzt verabschieden und ich sage ein Shalom und Gottes Friede. Wie ich dir schon vorhin sagte, mein Freund, du wirst dich damit bei Biologen, Archäologen, Chemikern und Paläontologen, egal ob diese selber an Gott glauben oder nicht, nur lächerlich machen. Allein in diesen Videos hast du gezeigt, dass du Evolutionsbiologie und deren wichtigsten Aussagen nicht einmal im Ansatz begriffen hast und nicht einmal kennst, obwohl du sie kritisieren möchtest. Das habe ich dir geschrieben und das hast du wieder mal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nur mal so zum Mitschreiben bei der Evolution und ich sag's endgültig zum letzten Mal. Ich spare mir das. Ich sage tschö mit ö, tschau mit au und wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch aufhängen. Danke fürs Zusehen, Leute. Ist der Typ los? Ein Shalom, meine edlen Brüder und Schwestern in Jesus Christus, Yeshua, Immanuel. Grüß dich. Was hast du denn heute für uns? Ich möchte auch die Atheisten begrüßen, so wie die Satanisten, die sich als Atheisten oder Christen ausgeben. Beim heiligen Wolpertinger, es wird ja immer noch besser. Alter, ich glaube nicht, dass irgendein Satanist unter deinen Videos kommentiert hat. Jedenfalls habe ich keinen gesehen. Gut, das könnte vielleicht, ich nehme mal an, vorsichtshalber im Zweifel würde angeklagt, es hat ein Satanist unter deinen Videos kommentiert und ich weiß es nicht, weil du ja dazu neigst, Kommentare, die dir nicht gefallen, zu löschen. Aber, ansonsten, ich habe außer mir nur einen anderen Atheisten gesehen und ich sag mal so, die sind doch ziemlich höflich zu dir, oder? Mich belagern und auf Kindergartenniveau anpöbeln. Das ist der vierte Teil von Widersprüche im Atheismus. Ich möchte euch die nächste Karikatur vorstellen und
Es wäre schön, wenn du den Begriff Karikatur verstehen würdest, denn das, was du zeigst, sind lediglich Fotos, unter die du was drunter getippt hast, mehr nicht. Sowas ist keine Karikatur. Die Karikatur sitzt hier eher vor mir. Und die könnt ihr jetzt sehen und ich lese vor. Es gibt keinen Gottesbeweis. Diese kunstvollen Tiere sind aus Zufall entstanden. Gezeichnet die Evolutionisten. Erstens, den Begriff Evolutionisten gibt es nicht, das ist ein Kunstbegriff von euch Kreationisten. Zweitens, es behauptet niemand in der Evolutionsbiologie, dass Evolution auf purem Zufall beruht. Das habe ich oft genug schon gesagt, aber auch dieses Video wird wieder genügend Möglichkeiten eröffnen, das näher zu erklären. Deswegen sage ich das jetzt nicht sofort. Und drittens, du hast hier ein Video gemacht mit dem Titel Widersprüche des Atheismus Teil 4 und redest schon wieder über Biologie. Das hat miteinander nichts, aber auch gar nichts zu tun. Aber auch das habe ich dir schon oft genug gesagt. Der Grund, warum ich dir das alles sage und Videos über dich mache, ist erstens, weil das meinen Zuschauern gefällt und zweitens, damit du nicht behaupten kannst, nicht zu Recht behaupten kannst, dass dir niemand widersprochen hätte und nicht versucht hätte, dir alles zu erklären. Wenn du es nicht raffst, ist es dein Verschulden. Wie oft habe ich von Ungläubigen gehört, beweis uns, dass es einen Gott gibt. Oder Aussagen wie, wenn es einen Gott gibt, hast du ihn je mit deinen eigenen Augen gesehen? Ich muss Gott nicht mit meinen eigenen Augen sehen, damit ich erkenne, dass es einen Schöpfer geben muss. Ich schaue in die Natur und ich erkenne einen Designer, jemand, der sich richtig den Kopf zerbrochen hat, jemand, der sich richtig Gedanken gemacht hat über die Farbauswahl oder die Ordnung der Federn oder des Materials, ja? Das Material der Federn ist Horn, also genau das, was du auch auf dem Kopf hast. Und Federn sind genauso wie Haare allmählich entstanden. Du kannst dir angucken, du kannst dir Fossilien angucken von den allerersten Tieren, die Federn oder Fell haben. Und du wirst sehen, das sind ganz wenige am Anfang. Und du siehst, dass am Anfang die ersten Tiere, die Federn haben, auch nicht fliegen können. Das hat sich erst später ergeben. Mit anderen Worten, du siehst, dass das alles ganz allmählich erst geworden ist und nicht einfach so vom Himmel plötzlich hoppla, es ist da gefallen ist. Ich erkenne hier einen Designer, eindeutig. Und ja, vor nicht so langer Zeit war ich in der Natur unterwegs und ich habe einen Specht gesehen, der hat wie ein Wahnsinniger gegen einen Baum geklopft. Und während ich mir das anschaue, stelle ich mir eine Frage. Wie kann es sein, dass dieser Specht keine Gehirnerschütterung bekommt? Das kann ich dir erklären. Das hat mehrere Gründe. Erstens erfolgt diese Bewegung des Spechtes, mit denen er gegen das Holz hämmert, nicht aus seinem Kopf und nicht aus seinem Halsgelenk heraus, sondern aus seinen Schultern, nenne ich es mal. Dadurch wird der Kopf schon mal entlastet. Zweitens hat der Specht eine ziemlich groß ausgeprägte Muskulatur am Kopf, die den Stoß abdämpft. Und drittens hat der Specht den Vorteil, dass sein Gehirn, sein Schädel fast vollkommen ausfüllt. Er hat so gut wie keinen Freiraum in seinem Kopf, womit er dir was voraus hat. Und dadurch kann das Gehirn nicht hin und her geschleudert werden. Das hat sich auch ganz einfach ergeben, weil, nun ja, es war von Vorteil. Darum geht es in der Evolution. Aber das erkläre ich dir später. Was die Farben angeht, die du da erwähnt hast, dieser bunten Vögel, die du da gezeigt hast, abgesehen davon, dass nicht alle Vögel knallbunt sind, der weibliche Pfau, du hast jetzt einen männlichen Pfau gezeigt, ist ganz tarnfarben, aber auch das ist von Vorteil, weil der kann sich besser verstecken. Wer sich besser verstecken kann, wird weniger gefressen. Der männliche Pfau hat hier klar die Arschkarte gezogen. Aber weil sein buntes Gefieder bei den Weibchen gut ankommt, weil die das geil finden, wird er mehr Frauen aufreißen und mehr Nachkommen zeugen, obwohl er sich so scheiße schlecht verstecken kann. Hier beim Pfau, das ist ein wunderbares Beispiel für Evolution, was du uns hier gezeigt hast, ich danke dir, arbeiten natürliche und sexuelle Selektion gegeneinander. Sexuelle Selektion bedeutet, derjenige, der bei der Paarung und bei der Partnerwahl im Vorteil hat, ist, kriegt die meisten Nachkommen. Und
Natürliche Selektion heißt, wer im Überlebenskampf, also bei der Futtersuche oder bei Klarkommen mit den Temperaturen oder anderen Umweltbedingungen im Vorteil ist, kriegt die meisten Nachkommen, weil er am besten überleben kann. Darum geht das. Evolution ist ein Wettkampf der Arten untereinander, ein ziemlich erbarmungsloser und unbarmherziger Wettkampf. Das hat mit einem allmächtigen, liebenden Schöpfergott nichts zu tun. Evolution widerlegt nicht die Existenz Gottes. Deswegen hat Evolution auch was mit Biologie und nicht mit Religion zu tun. Aber es steht dem Bild, das du gerne von Gott und uns Menschen haben würdest, halt entgegen. Weil das hat richtig schlimm ausgeschaut, wie der dagegen geklopft hat. Und ich bewundere, weißt du, ich schaue mir das an und ich bewundere Gott. Ich habe mir gedacht, Gott, du bist so genial. Und genau in so etwas erkenne ich einen Designer, ein Genie erkenne ich hier. Lieber. So, ich habe dir in einem meiner Kommentare nicht zum ersten Mal erklärt, wo dein Denkfehler liegt, aber ich lese ihn nochmal vor, nur so für den Fall, dass du ihn ignorieren oder ihn löschen wirst. Ich habe dir erklärt, dass deine Gottesbeweise lediglich deine persönlichen Interpretationen der Natur sind, die darauf beruhen, dass du von den Naturmechanismen der natürlichen und sexuellen Selektion einfach nichts verstanden hast oder nichts weißt. Du irrst dich auch in deinem Video erneut, denn Evolutionsbiologen sagen halt eben nicht, dass alles auf Zufall beruht, sondern nur, dass die genetischen Eigenschaften der Arten und Individuen innerhalb der Arten zufällig entstehen und von Generation zu Generation immer wieder verändern. Mutation nennt man das. Aber die Anpassung der Lebewesen an ihre Lebensbedingungen, dazu gehört auch das bunte Federkleid des männlichen Vs, welches ihm einfach Vorteile bei der Partnersuche verschafft. Das hat nichts mit Zufall zu tun, sondern eben mit Selektion. Die Individuen, die zu viele genetische und andere Nachteile beim Überleben und bei der Partnerwahl haben, sterben halt aus. Diejenigen, die genügend genetische und sonstige Vorteile haben, bleiben übrig und geben ihre, wenn auch nur gegenwärtig vorteilhaften Eigenschaften an die nächsten Generationen weiter. Was vorteilhaft ist, das hängt dann immer davon ab, wie gerade zur jeweiligen Zeit die Lebensbedingungen sind. Weil die nicht gleich bleiben, verändern sich die Arten zwangsläufig mit der Zeit. Evolution hat halt nur, wie gesagt, teilweise was mit Zufall zu tun. Im Wesentlichen hat Evolution was mit Vorteilen und Nachteilen im Überlebens- und Konkurrenzkampf der Arten und Individuen in der Natur zu tun. Bislang hast du noch nicht auf diesen Kommentar geantwortet, aber lass dir Zeit. Wenn du dir so sehr den Kopf darüber zerbrochen hast und dir so viele Gedanken darüber gemacht haben wirst, dann wirst du die paar Minuten auch finden, über diesen Kommentar nachzudenken, oder? Ist, du bekommst jeden Tag Beweise, dass es Gott gibt. Jeden Tag. Nein, das sind nur deine Interpretationen, die auf Unkenntnis beruhen. Nur man muss weise genug sein, beziehungsweise man muss genau hinschauen und über das nachdenken, was man sieht, und dann. Du bist dir jetzt schon im Klaren darüber, dass das irgendwie ironisch ist, wenn du andere zum genauen Hinschauen und drüber nachdenken motivieren willst, oder? Dann wird man erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Man erkennt Gott in der Schöpfung. Und ja, ich möchte jetzt das Ganze mal umdrehen, damit ihr nachvollziehen könnt, wie wir Christen über die Denkweise der Ungläubigen denken. Ich weiß, wie ihr darüber denkt, bloß das ist einfach absoluter Schwachsinn. Ihr legt uns Strohmann-Argumente in den Mund, die wir nicht bringen, und strotzt nur von Unkenntnis. Stellt euch vor, man stellt einem Christen ein Ferrari vor die Nase und der. Nein, nicht diese Pierre Vogel Harun Yahya MCM-Scheiße schon wieder. Beim heiligen Wolpertinger. Christ antwortet euch, das ist aus Zufall entstanden. Beweis uns, dass es Menschen gibt. Erstens, ich habe schon alles zum Thema Zufall gesagt. Das behauptet kein Mensch, nicht so wie du es hier vorgetragen hast. Zweitens, du hast hier den Vergleich zwischen der Natur und einem Auto gemacht. Das heißt, du hast hier die Natur mit etwas verglichen, von dem du schon weißt, dass es von jemandem geschaffen ist,
Und zwar auch noch von wem? Mit anderen Worten, du hast die Natur, von der wir das eigentlich nicht wissen, mit etwas verglichen, was deinem gewünschten Bild entspricht. Das heißt, du hast das gerade in Anführungszeichen bestätigt für dich selber, was du gerne glauben möchtest, mehr nicht. Versteht ihr, was ich meine? So denken wir über eure Logik und Denkweise. Ja, aber das zeugt einfach bloß von eurer Unbelehrbarkeit. Unten im Kommentarfeld habe ich euch noch einen Link hinterlassen. Dort könnt ihr die schönsten und außergewöhnlichsten Vögel der Welt betrachten. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ein Regenwurm ist jetzt auch nicht sexy für mich, aber für andere Regenwürmer schon. Und die Vögel, die du hier zeigst, sind entweder so bunt, weil das ihren jeweiligen geschlechtlichen Partnern entspricht, weil das ihren Partnern gefällt, meine ich, oder weil sie sich dadurch besser in irgendwas anderem Vorteil verschaffen können. Und bevor ich abschließe, möchte ich noch aus der Bibel vorlesen. Oh nein, nicht irgendeine Märchenstunde schon wieder. Uns bleibt uns auch nichts erspart, oder? Als Zeugnis für alle Gottlosen. Und ich fange an mit Römer Kapitel 1, Vers 18 bis 22. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Du meine Hackfresse beim schnackselnden Axolotl und beim fickenden Iltis. Wow, ich bin überrascht. Leute, die an Gott glauben, haben einen Text geschrieben, in dem sie geschrieben haben, in dem sie sagen, dass alle Leute, die nicht ihrer Meinung sind, dumm und böse sind. Wow, das haut mich echt um. Nein, ehrlich gesagt, überzeugt mich das nicht, weil so einen Text kann jeder schreiben. Ich möchte mich jetzt noch verabschieden und ich sage ein Shalom und Gottes Friede. Auch ich möchte mich von dir verabscheuen. Es war mir ein Vergnügen, dich wieder auseinanderzunehmen und dir zu widersprechen. Servus. Und wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch aufhängen.